ausrechne und einfach da, wie der Richter entscheidet. Weil wenn ich mir vorher bereits was ausrechnen würde, das würde ich überheblich finden. Der Richter ist ja ziemlich eigentlich Ihrer Argumentation gefolgt. Das ist richtig, ja, aber meiner Meinung nach ist er deswegen meiner Argumentation gefolgt, weil sie einfach die richtige Argumentation ist in diesem Fall. Und da hätte der Richter mich wahrscheinlich nicht gebraucht, aber es freut mich natürlich, dass er letztlich sein Urteil ähnlich begründet hat, wie wir es auch gesehen haben. Wie hat der Richter diese drastischen Slogans begründet, den Freispruch dafür? Welchen drastischen Slogan meinen Sie jetzt konkret? Islamisierung tötet, Erdogan holt eine Türkenham. Ja, Erdogan holt eine Türkenham ist eben schon, wie es sich schon aus dem Spruch heraus ergibt, nicht auf die Türken bezogen, sondern auf Erdogans Türken, wie wir das ja immer wieder gesagt haben. Das heißt, das ist eine Kritik an der Politik von Erdogan und nicht an den Türken. Und Islamisierung tötet bezieht sich nicht auf den Islam, sondern eben auf eine, sozusagen auf eine, einfach den politischen Islam und seine möglichen Intentionen, die letztlich auch durch die Politik von Erdogan verkörpert werden. Sehen sich Ihre Angeklagten als politisches Sprachrohr? Die Angeklagten sehen sich als politische Aktivisten. Welche weiteren Ziele verfolgen die Angeklagten jetzt? Ich bin Anwalt, nicht Sprecher der identitären Bewegung. Was auf jeden nach diesem Paragraphen anzuklagen, der hat sich im Vorfeld schon gegeben. Ob das ein Fehler war oder nicht, werden wir sehen, wenn das Oberlandesgericht Graz darüber entschieden hat. Weil ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft natürlich das Urteil jetzt entsprechend einer Kritik durch das Oberlandesgericht unterziehen lassen wird und daher werden wir mal schauen. Wunderbar, danke vielmals. Eine abschließende Frage nur, ist jetzt politische Kritik in Österreich weiterhin so erlaubt, wie wir das bislang kennen? Es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung im Sinne der Meinungsfreiheit in Österreich. Danke fürs Gespräch. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!